Guten Morgen, ich lese von der Verbraucherzentrale NRW und ZDF Wieso nebenberuflich selbstständig Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing. Dieses Buch. Und ich bin angekommen im Kapitel verschiedene Steuerarten und wie Sie damit zurechtkommen, im Teil, wie Sie die Einnahmen korrekt ermitteln. Das teilt sich auf in Rechnungsausstellung, Verkauf an Privatpersonen über Online-Shops oder Auktionsplattformen, Einnahmen aus Barverkäufen, steuerfreie Einnahmen für Künstler und Übungsleiter, Eigenverbrauch und Veräußerungserlöse. Und dann bin ich auch schon bei den Betriebsausgaben. So, es geht los auf der Seite 131. Ich stelle mir meine Eieruhr. Wieder auf 30 Minuten. Ich versuche drunter zu bleiben. Wie Sie die Einnahmen korrekt ermitteln. Egal, ob Sie auf Rechnung für andere Unternehmen arbeiten oder mit einem Online-Shop Waren an Privatpersonen verkaufen oder mit einem Marktstand hauptsächlich Bargeldumsätze erzielen, Sie müssen gegenüber dem Finanzamt glaubhaft und nachvollziehbar darlegen, wie Ihre Einnahmen zustande gekommen sind. Rechnungsausstellung. Am einfachsten funktioniert die Ermittlung der Einnahmen für diejenigen, die ihre Leistung auf Rechnung anbieten, nach deren Ausstellung der Kunde das Geld überweist. Je nachdem, ob sie umsatzsteuerpflichtig sind oder nicht, weisen sie in der Rechnung die entsprechende Umsatzsteuer aus. Während es bei den Rechnungen an Privatpersonen keine besonderen Formvorschriften gibt, legt das Finanzamt strenge Maßstäbe an, wenn Sie Rechnungen mit Umsatzsteuer an Unternehmen schicken, die die enthaltene Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend machen. Der Vorsteuerabzug wird nur anerkannt, wenn die Rechnung die folgenden Bestandteile enthält: den Namen und die Adresse des Unternehmens, das die Rechnung ausstellt, den Namen und die Adresse des Empfängers der Leistung, das Datum, an dem die Lieferung oder Leistung erfolgte, die Menge und Bezeichnung der gelieferten Produkte, bei Dienstleistungen die Art und den Umfang der Dienstleistung, die Nettobeträge ohne Umsatzsteuer, die auf die Nettobeträge anfallenden Umsatzsteuersätze und Beträge, das Datum der Rechnungsausstellung, die Rechnungsnummer, die einmalig für jede einzelne Rechnung vergeben werden muss, entweder die Steuernummer oder die Umsatzsteuer-ID des Ausstellers der Rechnung. Hinweis auf Umsatzsteuerbefreiung. Wenn Sie als umsatzsteuerbefreiter Kleinunternehmer Ihre Rechnungen ohne Umsatzsteuer ausstellen, sollten Sie auf der Rechnung den folgenden Hinweis einbringen. Gemäß Paragraph oder gemäß Beschluss 19 Umsatzsteuergesetz
sind meine Leistungen als Kleinunternehmer von der Umsatzsteuer befreit? Leidtragender nicht korrekt ausgestellter Rechnungen ist stets der Kunde, dem bei einer Betriebsprüfung der Vorsteuerabzug für die fehlerhaften Rechnungen aberkannt werden kann. Zwar ist es möglich, die Rechnungen zu korrigieren und neu auszustellen, aber das ist für alle Beteiligten mit dem Aufwand verbunden. Leidtragender nicht korrekt ausgestellter Rechnungen ist stets der Kunde, dem bei einer Betriebsprüfung der Vorsteuerabzug für die fehlerhaften Rechnungen aberkannt werden kann. Zwar ist es möglich, die Rechnungen zu korrigieren und neu auszustellen, aber das ist für alle Beteiligten mit Aufwand verbunden. Eine ordentlich gestellte Rechnung trägt somit auch sehr zur Kundenzufriedenheit bei. Bei sogenannten Kleinbetragsrechnungen bis zu einem Gesamtbetrag von 150 Euro gibt es übrigens eine Sonderregelung zur Vereinfachung. Hier genügt es, wenn anstatt der getrennten Ausweisung von Nettobetrag und Umsatzsteuer der Satz zu finden ist. Der Gesamtbetrag enthält 19% bei umsatzbegünstigter Waren 7% Umsatzsteuer. Die fortlaufende Rechnungsnummer sowie die Umsatzsteuer-ID bzw. die Steuernummern des Ausstellers können ebenfalls entfallen. So. Verkauf an Privatpersonen über Online-Shops oder Auktionsplattformen. Grundsätzlich empfiehlt es sich auch bei Online-Verkäufen an Privatpersonen ordnungsgemäße Rechnungen auszustellen. Auf diese Weise kommen Sie nicht in Verlegenheit, wenn einmal ein gewerblicher Kunde bei Ihnen bestellt. Solange Sie Kleinunternehmer sind und keine, Verkauf an Privatpersonen über Online-Shops oder Auktionsplattformen. Grundsätzlich empfiehlt es sich, auch bei Online-Verkäufen an Privatpersonen ordnungsgemäße Rechnungen auszustellen. Auf diese Weise kommen Sie nicht in Verlegenheit, wenn einmal ein gewerblicher Kunde bei Ihnen bestellt. Solange Sie Kleinunternehmer sind und keine Umsatzsteuer abführen müssen, genügt es, wenn Sie dem Finanzamt Ihre Einnahmen darlegen können. Ich gucke mal gerade nach, ob es ein Stichwortverzeichnis gibt. Kleinunternehmer ist leider nicht aufgeführt.
Ich weiß nicht, was ein Kleinunternehmer ist. Schreiben wir das gerade mal als Frage hier rein. Was ist ein Kleinunternehmer? Solange Sie Kleinunternehmer sind und keine Umsatzsteuer abführen müssen, genügt es, wenn Sie dem Finanzamt Ihre Einnahmen darlegen können. Dies geschieht am einfachsten über die Kontoauszüge, anhand derer das Finanzamt im Bedarfsfall nachprüfen kann, welche Beträge Ihrem Konto gutgeschrieben worden sind. Um für eine eventuelle spätere Betriebsprüfung den Überblick zu behalten, sollten Sie die privaten und betrieblichen Einnahmen und Ausgaben gleich entsprechend auf dem Kontoauszug kennzeichnen. Wenn Sie, was oftmals bei Kunsthandwerkern der Fall ist, Ihre Produkte überwiegend auf Märkten verkaufen, werden Sie sicher nicht jedem Kunden eine offizielle Rechnung stellen. Häufig wird nicht einmal eine handschriftliche Quittung ausgestellt, sondern Ware und Geld wandern ohne Beleg über den Ladentisch. In solchen Fällen ist die Führung eines Kassenbuchs unerlässlich. Mindestens sollten Sie den Tagesumsatz festhalten. Besser aber ist beim Verkauf Strichlisten für die einzelnen Produkte zu führen und am Ende des Tages den Umsatz den jeweiligen Produkten zuzuordnen. Steuerfreie Einnahmen für Künstler und Übungsleiter. Natürlich werden Sie in diesem Buch keine Tipps finden, wie Sie Geld illegal am Finanzamt vorbeischleusen. Aber ein wichtiger Hinweis, wie Sie ganz legal bis zu 2.100 Euro pro Jahr steuerfrei verdienen können, soll Ihnen nicht vorenthalten bleiben. Basis dieses Steuersparmodells ist die sogenannte Übungsleiterpauschale, mit der Vaterstaat die Mitarbeit von Bürgerinnen und Bürgern in gemeinnützigen Einrichtungen fördert. Von dieser Regelung sind die in Beschluss 3 Nummer 26 des Einkommensteuergesetzes festgehalten.
von dieser Regelung, die in Beschluss 3 Nummer 26 Einkommensteuergesetz festgehalten ist, profitieren Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder ähnliche. Dazu gehören in erster Linie Trainer in Sportvereinen, Dozenten an Volkshochschulen, Fachhochschulen und Universitäten, künstlerisch Tätige wie beispielsweise nebenberufliche Kirchenmusiker, selbstständige Pfleger von alten, kranken oder behinderten Menschen. Diese Tätigkeiten dürfen nur nebenberuflich ausgeübt werden, das heißt nicht länger als ein Drittel einer Vollzeitbeschäftigung ausmachen. Andernfalls entfällt die Steuererleichterung ganz. Voraussetzung ist, dass der Auftraggeber entweder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine gemeinnützige Organisation ist. Sie können zumeist davon ausgehen, dass eine Organisation als gemeinnützig anerkannt ist, wenn sie steuerlich abzugsfähige Spendenquittungen ausstellen darf. Allerdings gibt es auch einen kleinen Wermutstropfen. Wenn Sie die Übungsleiterpauschale in Anspruch nehmen, dürfen Sie bis zu einer Höhe von 2.400 Euro die damit verbundenen Aufwendungen nicht als steuerlichen Aufwand geltend machen. Tipp: Übungsleiterpauschale lohnt sich auch bei Nebenverdienst. Die Übungsleiterpauschale ist ein Freibetrag, der auch beim Überschreiten steuermindernd eingesetzt werden kann. Wenn Sie beispielsweise von der Volkshochschule pro Jahr 3.000 Euro Honorar als nebenberuflicher Dozent erhalten, zählen davon nur 600 Euro als steuerpflichtiges Einkommen. Die Übungsleiterpauschale können Sie auch geltend machen, wenn Sie für mehrere gemeinnützige Auftraggeber tätig sind, jedoch nur bis insgesamt 2.400 Euro im Jahr. Erbringen Sie für eine solche Organisation eine andere nebenberufliche Tätigkeit als die oben beschriebene künstlerische, pflegerische oder Übungsleitertätigkeit, so können unter denselben Bedingungen 720 Euro als Ehrenamtspauschale steuerfrei sein. Ich muss mal gerade was trinken. Eigenverbrauch und Veräußerungserlöse. Umsatz entsteht nicht nur dann, wenn andere bei Ihnen kaufen, auch der Eigenverbrauch von Waren und Leistungen durch den Inhaber ist vor dem Finanzamt nichts anderes als eine betriebliche Einnahme. Das ist nicht nur der Fall, wenn Sie Waren aus dem eigenen Lager nehmen, was dann faktisch ein Verkauf durch das Unternehmen an die Privatperson des Inhabers ist. Häufige Fundorte des Eigenverbrauchs sind Internet und Telekommunikation, nämlich dann, wenn Ihnen das Finanzamt unterstellt, dass Sie etwa Ihr betriebliches Handy teilweise auch für Privatgespräche nutzen. In aller Regel wird zwischen Finanzamt und Steuerpflichtigem eine pauschale Quote ausgemacht, die als Eigenverbrauch in die Einnahmeüberschussrechnung verbucht wird. Eigenverbrauch bei betrieblicher Handynutzung. Die jeweiligen Gebühren für Ihr betriebliches Handy betragen 180 Euro, wovon 20% als Eigenverbrauch gelten. Dann weisen Sie pro Jahr 36 Euro als fiktiven Umsatz in Form von Eigenverbrauch aus. Wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind, bezieht sich diese Quote auf die Nettokosten und im Gegenzug müssen Sie für den Eigenverbrauch Umsatzsteuer abführen. Ein weiterer Bestandteil der Einnahmen sind Umsätze, die aus dem Verkauf von Anlagegütern entstehen. Ein typischer Fall hierfür wäre der Verkauf des gebrauchten Notebooks, das Sie einst für Ihren Betrieb erworben haben. Der Verkaufserlös wird als Umsatz verbucht, während Sie die Ausbuchung des Geräts aus dem Anlagenverzeichnis auf der Aufwandsseite geltend machen. So.
Es geht weiter mit den Betriebsausgaben. Oder es geht nicht weiter mit den Betriebsausgaben mit einem Blick auf die Uhr. Das ist was für heute Abend. Tschüss. Ich gehe jetzt bei meinen Eltern an den Schreibtisch.